Contra Rogue Corps. Nein, nicht Corps, das Wort wird eigentlich Core ausgesprochen. Deshalb hieß das Contra für Sega Genesis damals auch Hardcore. Steckt ein Wortspiel drin. Jedenfalls Contra Rogue Corps. Da steckt kein Wortspiel drin. Das Spiel mit dem langweiligsten Titlescreen aller Zeiten, dessen bloße Ankündigung für einige schlecht gelaunte Mundwinkel sorgte und in seinem Trailer nach einer ganzen Menge aussah, nur nicht nach einem Spiel, welches jemals jemand haben wollte. Das Genre sei falsch, der Humor spricht niemanden an und der Stil sei kaum wiederzuerkennen. Ich glaube, die Pre-Release-Wikipedia-Seite beschreibt dir das Ganze schon ganz gut. Eine dramatische Abweichung von der Vergangenheit der Serie. Fehlen von Nostalgie. Doch allein deshalb wollt ihr noch nicht das gesamte Konzept verschmähen. Erstens, Contra war schon mal top-down, und das nicht gerade selten. Zweitens, der Panda ist jetzt nicht der schlimmste Stilbruch aller Zeiten, es ist eher so die einzige Sache, die es noch retten könnte. Und drittens, muss nicht jedes Spiel jeder langen Reihe ständig aus Nostalgie-Callbacks und Referenzen bestehen. Kurzum, ich war voll on board, Contra als einen Twin-Stick-Shooter umzusetzen, solange man ihn auch gut umsetzt. Betonung liegt natürlich auf gut. Wäre da nur nicht Konami gewesen. Ihr wisst schon, die Firma, die heutzutage weniger Videospiele macht, dafür aber viel lieber den Fokus auf semi-legales Glücksspiel in Japan legt, während man eine Videospiel-Ikone nach der anderen aus der Firma ekelte und seine ehemaligen Angestellten dann mit Anwälten bedroht, sobald sie auf ein Gaming-Event gehen wollen oder nur ihren alten Arbeitsplatz im Lebenslauf erwähnten. Ja, das ist alles so passiert. Und rein zufällig jetzt, wo Japan seine Pachinko-Gesetze etwas straffen könnte, kehrt man kleinlaut zu PC- und Konsolenspielen zurück. Ah, stimmt. Dieses Konami. Wie freundlich von euch und vor allem, wie widerlich durchsichtig. Da gibt es keine zwei Meinungen. Entweder du stimmst zu oder du wusstest nichts davon und stimmst jetzt zu. Will man so einer Firma dann überhaupt noch eine Werbebühne in Form eines Videos bieten? Oder sollte man das Werk an sich, unabhängig von den Männern in Anzügen, die vermutlich noch nie ein Videospiel angefasst haben, bewerten, da es trotzdem eine eigene Chance verdient hat? Eine schwierige Diskussion über Moral, die wir heute zum Glück gar nicht erst führen müssen. Denn Contra denn das neue Contra spielt sich wie der Korps, nachdem es aussieht. Es ist Mist, es wird vom Internet gehasst, es steckt voller technischer Probleme und verbirgt sogar noch eine waschechte Verschwörung in sich. Das volle Programm also, der spielgewordene Shitstorm, den man von Konami zu erwarten hatte. Wie könntest du zum Beispiel einen PC-Port so richtig hart versemmeln? Na, erstmal kein Support für Maus und Tastatur, dann keinen Support für höhere Auflösung als auf der Konsole und kein Support für eine höhere Framerate als 30. Und so lieferte man jupp, zumindest nicht ohne Grafikfehler, und jupp. Ein Spiel, bei dem man sich die Grafikeinstellungen erst freischalten muss. Ein Spiel mit einem Input-Lag von knapp einer Viertelsekunde. Überall sonst hätte das schon völlig ausgereicht, um einen hohen Bogen drumherum zu machen. Bei Contra sind inakzeptable Probleme allerdings nur die Spitze des Scheißberges. Und das hier ist es nun. Laut Entwickler war einer der größten Pläne, das typische Contra-Gameplay der alten Tage für eine moderne Zielgruppe zu revolutionieren. Eine Zielgruppe, der du anscheinend erstmal erklären musst, was ein rotes Fass ist. Und so wurde es zu einem Twin-Stick-Shooter, der seine Probleme mit der Twin-Stick-Steuerung hat. Der dich mit einer Cooldown-Mechanik dafür bestrafen möchte, zu viel zu schießen. Der dich mit einem Geschwindigkeitsverlust sogar dafür bestrafen möchte, in eine Richtung überhaupt zu zielen. Der dank langsamer Projektile möchte, dass du bei schnellen Feinden vorauszielst, gleichzeitig aber auch wieder einen Auto-Aim besitzt, der das Ganze unmöglich macht. Dich einfach ballern lassen war also ein Stück zu viel für die Entwickler. Dafür hast du einen undurchdringbaren und unbegrenzt spambaren Dash-Move, der sich nach absolut nichts anfühlt. Sicher wollte der mal mächtig wirken mit seinem Lag-Frame oder was das auch immer sein möchte, doch es kommt eher so rüber, als ob du an jedem Gegner hängen bleiben würdest. Manchmal schaltet das Spiel dann noch in eine Art Gallery-Shooter um, was mit einer statischen Kamera sicher sogar genießbar wäre, weil ich dann zielen könnte, mit dem Fadenkreuz. Und das war's dann auch schon so ziemlich.
laufe durch wahnsinnig dröge Umgebungen langsam von Korridor zu Korridor, von Arena zu Arena, spamme die ganze Zeit diesen super unbefriedigenden Dash-Move, um einfach irgendwie voranzukommen, töte zu ambientischen Klängen immer und immer wieder dieselben paar Gegner, bis ein Kopf platzt, und dresche minutenlang in den Boss ein. Und das von Mission 1 an bis Mission was auch immer. Ein schwerfälliges Gameplay, das nie in Fahrt kommt, ohne jeglichen Tiefgang, an welchem man sich schon mitten im Tutorial längst satt gesehen hat. Das ist es im Grunde. Statt ausgeklügelter Arenen, so mit Gegnern und Mustern und Taktiken, wirkt's wie eine Rückbesinnung auf die primitivsten Zombie-Flash-Games, die gerade so auf ihre 3 Minuten Spielzeit kommen. Sind euch diese Heinis hier nämlich schon aufgefallen, die so bisher in jedem Kampf zu sehen waren? Das hier ist der Nahkampf-Zombie. Der kann nicht viel. Und das ist so ein fliegendes Babyface-Ding. Das kann genauso wenig. Also wirft man sie dir in einer Vielzahl entgegen, stellt gelegentlich noch einen Obermacker hinzu, meist ein recycelter Boss, und das reicht. Falls es dann doch mal etwas zu leicht werden sollte, dann wirft man halt noch ein paar mehr rein. Und dann noch ein paar mehr. Bis es die absurdesten Ausmaße annimmt. Aber wieso sollte das Ganze eigentlich im Detail erklären? Wenn so eine klitzekleine Kleinigkeit wie auf Gegner schießen keinerlei positive Emotionen erweckt, so bist du sowieso schon verloren. Müsste ich das Gameplay mit nur einem einzigen Begriff beschreiben, so wäre es umständlich. Nein, obwohl, wahrscheinlich eher lästig. Umständlich wären zu viele Zwischenschritte. Lästig sind eher zu viele Fliegen. Nein, das hier ist wahrlich kein Contra mehr. Auch mit einer anderen Perspektive kommt diese Marke mit einer gewissen Erwartungshaltung daher. So ein gewisser Spielfluss, eine gewisse Geschwindigkeit. Eher schlichte Mechaniken, die dann aber in clever designten Situationen bis aufs Äußerste ausgereizt werden. Bei denen man es eben nicht dem Zufall überlässt, ob der Kampf nun offscreen stattfindet, oder der Gegner überhaupt zu dir hinkommen kann und nicht an der Umgebung festhängt, oder einfach dasteht und es geschehen lässt, eine typische Arcade-Erfahrung eben. Als man nun vor der Herausforderung stand, dieses Gefühl für eine neue Zielgruppe umzusetzen, hat man sich wohl noch ein paar Urlaubstage mehr genommen. Und dabei kam nun aus irgendwelchen Gründen ein Loot-Shooter bei raus. Ja, ein Loot-Shooter. So vollständig mit Gegnern, die all ihre Zahlen fallen lassen und Erfahrungspunkte für meinen Die und haufenweise Items. Seht mal her, ich habe das S-Visier-3-Sec bekommen. Das wollte ich schon immer. Fast so sehr wie meine neuen Muskelaugen. Denn bei Contra haben wir nicht nur Muckis auf den Muckis, wir haben sogar Muckis auf den Augäpfeln. Was ist denn bitte hier schiefgelaufen? Auch wenn das ein Format ist, welches an sich tatsächlich funktionieren kann. Nicht das, was ich in einem Contra sehen möchte, absolut nicht. Aber es könnte funktionieren, solange man es gut umsetzt. Betonung liegt auf, ihr könnt es euch schon denken. Was für Augen will ich? Gibt es auch Glasaugen? Nehme ich das Kristallskelett? Weil das Plastikskelett sehen wir diesen Monat ja noch oft genug. Das normale Gehirn oder das Galaxy Brain? Wo liegt der Unterschied zwischen Basisschaden verringern, Schildpferd und Schadensabwehr? Wer braucht Immunität auf einzelne Gegner in einem Spiel ohne Liste oder Namen über den Gegnern? Könnt ihr euch den schieren Tiefgang vorstellen, welcher durch 3,8%ige Betäubungsausweichrate freigesetzt wird? Wieso braucht man 10 Sekunden Wartezeit fürs Anlegen einer neuen Rüstung? Warum gibt es diesen Bildschirm mit allen Items, wenn ihr mir aber sowieso nur die Namen, aber nicht die Werte anzeigt? Wo ist bitte die Vergleichsfunktion? Weshalb zeigt ihr mir nicht an, ob ich für eine Mission unterlevelt bin oder nicht? Und wieso ist das Bauen von Waffen noch komplizierter geworden? Blaupausen, PVAs, seine Waffe dann hinrichten mit seinen PVAs. Bitte was? Okay, dann ist sie hingerichtet. Dann nochmal PVAs auf die Waffe rauf und diese dann nochmal leveln, aber nur dann, wenn dein Waffen nicht so nie ist. Aha. Und all das für eine coole neue Shotgun, mit der ich den Boss gar nicht verletzen kann. War das nötig? Brauchte ein Contra hunderte Optionen für tausende der marginalsten Stat-Verbesserungen? Weil dieses Gameplay hier förmlich nach "Ich möchte meinen Build perfektionieren" schreit. Wieso nicht einfach simple Upgrades? Wieso kein banaler Skilltree?
Das hätte völlig ausgereicht. Denn nun wurde eine simple Run-and-Gun-Reihe übers Erlernen und Meistern von Mustern zu einem konstant unterlevelten Grindfest, welches nicht mal schwierig ist. Denn egal wie viele Gegner da sind, die treffen dich ja kaum. Aber wenn sie treffen, ja dann ist es fast immer ein One-Hit-Kill. Doch nun bin ich vorbereitet. Schaut mal, ich bewege mich nun einen Zentimeter schneller pro Sekunde und bin resistent gegen grüne Tupfen oder irgendwie sowas. Tut mir leid, dass ich da dann doch nicht so motiviert bin, meine letzten Abenteuer immer und immer wieder zu wiederholen. Nur um sie dann später nochmal wiederholen zu müssen. Denn schon nach lächerlichen 5 Missionen fängt man an, seinen Content dreist zu wiederholen. Kein Witz. Dieses Level hier habe ich schon mal spielen müssen. Damals hatte es aber weniger Gegner. Nicht einfach nur dieselbe Geometrie, aber für neue Missionen oder sowas. Nope. Das sind dieselben Maps mit denselben Aufgaben und sogar denselben Collectibles. Nur diesmal halt, wie gesagt, mehr Gegner. Und statt einem Boss, der sowieso schon 5-mal vorkam, kommen diesmal halt einfach 2. Und sie halten mehr aus. Das heißt, mehr Dauerfeuer. Mit Pausen, weil Cooldown. Hurra! In einem Spiel, bei dem sich meine Gatling nicht dreht, mein Mündungsfeuer aus dem Brustkorb kommt, Feinde als Gesichtswürste auf dem Asphalt liegen, während sehr ähnliche Gegner Neo Contra für PS2 tatsächlich noch mit dem Level verschmolzen waren. Das sah gut aus. Das hier nicht. Bei dem ich ständig durch überladene Menüs krabbeln muss, man mit den leisesten Zügen der Welt nach mir schlägt und irgendjemand der Meinung war, Granatwerfer klingen genauso wie bröckelnde Kieselsteine. Okay, wisst ihr was? Kurze Pause. Ich muss mich mal ganz kurz daran erinnern, dass Twin-Stick-Shooter auch Spaß machen können. Dies hier ist Nex Machina. Ein sehr arcadiges Spiel mit Flashy-Effekten und Mini-Leveln, die man blitzschnell absolviert. Und das war auch schon das erste. Es wirft dich ständig in neue Situationen und gibt dir nur so 1-2 Sekunden, um zu verschnaufen. Es macht Spaß, kostet nur die Hälfte von Rogue-Cox, ist nicht sonderlich lang, aber hervorragend wiederholbar. Ich habe ja tatsächlich erwartet, dass ich zumindest irgendetwas Cooles, irgendetwas Gutes finden könnte. Also bei Contra jetzt. Nicht, dass jetzt alles durchgehend qualitätslos sei oder so, nur bist du halt schon echt arm dran, wenn deine einzig legitime gute Sache dein Wendecover ist. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Und dahinter gibt es sogar eine nette Geschichte, da diese Zeichnung von Tom DuBois stammt, welcher auch schon in den 80ern und 90ern für Konami zeichnete. Unter anderem das Cover von Contra 3. Minimal besser als dieser Renderdurchfall, welcher die tatsächliche Vorderseite ziert. Meint ihr nicht auch? Aber hey, man wollte ja schließlich keine Erwartungen schüren. Und doch bemerkte ich so ganz kurz vor Release eine kleine, aber auffällige Gruppe, die dieses Spiel zu lieben scheinen. Solche Leute gibt's immer, klar, aber hier war doch ein klein wenig mehr dran, glaube ich. Dimmen wir also mal eben das Licht, holen uns kurz die Max Payne-Musik dazu und reden über die große Verschwörung, die ich anfangs angeteased habe. In der Kommentarsektion von Mike Matteis Video über die Demo des Spiels stieß ich auf mehrere Kommentare, die davon sprachen, dass man hier eine veraltete Version zeigte und man gefälligst das Update spielen sollte. Ich war erstmal verwundert. Gab es wirklich ein Update? Meine Suche blieb erfolglos, sowohl auf der Xbox als auch auf der Nintendo Switch. Doch die Leute beharrten darauf, kritisierten den Uploader, verlinkten Videos. Diese Links führten jedoch nur zu einem abgefilmten Video mit 600 Views der alten Demo. Die Massen waren begeistert. Nur einer kritisierte die Grafik und wurde dafür angemacht. Andere Videos wiesen ähnliche Muster auf. Ein immer wieder aufkommender Link mit 400 Views, Theorien, dass die Dislikes offizieller Trailer allesamt koordiniert waren, Kritik am YouTuber, die Demo mit niedrigen Einstellungen gespielt zu haben oder Google zu bestechen. Aber sichi. Immer wieder dieselben Links, dieselben Buzzwords, die Rede von Demos oder Einstellungen, die es nie gab. Also fuck it, ich wage einfach mal den Blick auf deren Kanäle. Keine Videos, keine Informationen, aber eine Menge Likes auf die immer paar selben Videos über Contra, viel viraler Kram, gespickt von japanischen Videos über Yu-Gi-Oh!, eine Konami-Marke. Etwas, was erst wie ein Zufall oder ein kleiner Kreis von Fans wirkte, wurde immer verdächtiger, die Muster immer deutlicher. Doch ohne einen Hinweis zu finden, auf was ich hier genau gestoßen bin. Ob Bots, der Zerfall der multimedialen Videospielindustrie durch Social Engineering oder doch nur ein Spaßvogel mit zu viel Zeit. Ich weiß es nicht.
Falls das wirklich Bots waren, die mir das Spiel schmackhaft machen wollten, hat's eher so semi geklappt. Denn eigentlich brauchte ich gar keine weiteren Gründe, dieses Spiel hier nicht zu mögen. Mein Gott, war das kitschig. Tatsächlich bin ich weniger schockiert, als ich es vermutlich sein sollte. Enttäuscht, ja, das bin ich. Und bestätigt, weil ich die 30 FPS und den Input-Lag in der PC-Version schon längst vermutet hatte. Aber nicht schockiert. Das hat man kommen sehen. Obwohl es natürlich trotzdem schade ist, jetzt sehen zu dürfen, was diese Reihe nun darstellen darf. Neo Contra hatte in der Vergangenheit schon gezeigt, dass hinter dieser Idee mehr als nur ein bisschen Potenzial steckt. Das Ding war einfach so cool, trotz einer gewöhnungsbedürftigen Steuerung. Grafisch ist es sogar fast auf Augenhöhe mit Rocore. Vielleicht sogar ein Stück besser. Ist ziemlich traurig. Und es hat einen Hund mit Pickelhaube als Bossgegner. Das Ding muss man einfach lieben. Animal Contra, the captain of this aircraft carrier. Allerdings kommt das Spiel auch aus einer Zeit, in welcher Abenteuer immer größer, komplexer und epochaler wurden, weshalb so ein 40-Minuten-Ding mit Fokus auf Wiederspielbarkeit eher belächelt wurde. Heute, wo solche Spiele aber durchaus wieder akzeptiert sind, ist nichts mehr davon zu spüren. Und bei der gigantischen Vielzahl an Top-Down-Shootern da draußen, ob im Indie-Bereich oder nicht, brauchte da jemand das hier? Steckt eure 40 Euro plus 10 Euro für den Season Pass, lieber in irgendetwas Sinnvolles. Für ein richtiges Contra holt euch Blazing Chrome. Und für einen Top-Down-Shooter kauft euch Neo Contra im PS3 Store oder halt alles andere. Der größte Geniestreich an der gesamten Sache ist allerdings der Fokus des Spiels. All das hier wurde drumherum designt, dass Spieler immer besser und besser und besser werden wollen. Der gesamte Fortschritt. Der Koop, um mit fremden Leuten immer und immer wieder dieselben Missionen zu spielen. Ein PvP-Modus mit Casual- und Ranked-Playlists, um endlich zu klären, wessen Kung Fu Panda die größere Säge hat. Irgendjemand da draußen, irgendein Japaner in irgendeinem Drehstuhl, erhoffte sich hiervon ein großes und langes Online-Dasein. Und einen Tag nach Release standen wir schon bei ganzen 3 Spielern. Ha, 3 Spieler. Und einer davon war ich. Wie der Koop also so aussieht, pah, und wie der PvP-Modus erst aussehen mag, pah, als ob. Ein schnelles Spiel? Sieht anders aus. Am Ende hat Konami wohl alles richtig gemacht. Dies hier ist tatsächlich kein Spiel, welches man nach 40 Minuten schon durch hat. Dafür ist es ein Spiel, bei dem man schon nach 4 Minuten die Schnauze voll hat.